Deutschland jubelt. Deutschland gratuliert. Deutschland steht Kopf. Das charmanteste Gesicht der Boulevardgeschichte feiert 10-jähriges Tafileum. Eine Erfolgsgeschichte, die so brav begann. Wir sind das neue Team, freuen uns, dass Sie dabei sind. Und das hier sind unsere Themen. 1335 TAF-Sendungen. Hat Anne heute auf dem Buckel. Ein Dauerbrenner, diese Schnitte von ProSieben. Die Helene Fischer des Boulevardfernsehens gibt immer eine gute Figur ab und beweist, wo nötig, auch Zehenspitzengefühl. Im Gegensatz zu manch frechen Kollegen. So, und jetzt gibt's für Sie was komplett Faltenfreies. Kannst du mal ganz kurz zur Seite gehen? Und das ist... zu Annemaries Männern gleich mehr. Vorher zu einer weiteren Leidenschaft unserer Moderatorin, den Reichen, Schönen und Berühmten. Was war bitteschön heute Nacht in Los Angeles los, Les, ne? Nach Los Angeles zieht es unsere Anne immer besonders gern. Wenn sie nicht gerade im TAF-Studio steht, macht sie Hollywood unsicher. Man kennt sich, man mag sich sogar sehr. Und trifft sich auf den roten Teppichen. Viel Spaß und eine gute Unterhaltung, ne? Gute Unterhaltung ohne Annemarie undenkbar. Das wissen auch die Verantwortlichen des berühmtesten Filmpreises der Welt, die unsere Moderatorin immer gerne einladen. Der Oscar und die Anne sind nämlich ganz dicke. Aber Oscar ist nicht der einzige Mann in Annemaries Leben. Ich sagte gerade so zu ihr, hey, da ist dein Ex-Freund. Und sie so, welcher denn? In 10 Jahren TAF gab es natürlich einige Männer an Annemaries Seite. Sie kamen und gingen, aber alle mussten nach ihrer Backpfeife tanzen. Aber natürlich kann Anne auch anders, vor allem bei ihm hier. Wayne hat unserer Moderatorin sogar einen neuen Namen verpasst. Die Boulevard-Tussi von TAF. Geht's noch? Ja, hoffentlich. Gerne nochmal 10 Jahre, liebe Annemarie. Das ganze TAF-Team gratuliert und trägt dich weiterhin gerne auf Händen. Wir sollen tanzen. Ja, da gibt uns doch mal die Musik rein. Jetzt kommt das Stichwort. Popo wackeln. Bitteschön.